und damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube hier bei einer weiteren Episode von Dispatch Now, dem Newsformat von dem Kanal Parktube. Und heute habe ich freudige Nachrichten aus dem Bobbejaanland, denn es ist eine Info, die mich tatsächlich überrascht hat, beziehungsweise jetzt auch erfreut hat. Und zwar will das Bobbejaanland 1 Million Euro in die Indoor-Attraktion bzw. die Indoor-Achterbahn Revolution stecken. Ja, es ist krass. Also wie gesagt, krass. Also wusste ich jetzt nichts von. Das Ganze passiert jetzt wahrscheinlich in der Off-Season, sodass wir dann zum Saisonstart 2024 so ein bisschen, eine geupdatete Version von Revolution haben, beziehungsweise ein bisschen, eine renovierte Situation dann erleben können, weil teilweise war die Queue dann auch schon so ein bisschen, wie soll man sagen, also sehr, sehr renovierungsbedürftig und auch sehr dreckig. Überall hing irgendwie Staub und die ganzen Spinnenweben runter, und es war tatsächlich sehr renovierungsbedürftig bei meinem letzten Besuch in Bobbejaanland, beziehungsweise beim Anstellen bei Revolution habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, und es hätte tatsächlich auch ein bisschen renoviert werden können, so mein Gedanke. Und tatsächlich, ich glaube, das habe ich auch in einem Vlog erwähnt, dass man hier so ein bisschen Geld in die Hand nehmen könnte, so ein bisschen was erneuern kann. Und tatsächlich, jetzt lese ich hier, dass man tatsächlich 1 Million Euro in die Hand nimmt und das Ganze so ein bisschen updated. Und zwar will man für die 1 Million Euro die bekannte Indoor-Achterbahn Revolution nach 35 Jahren Bestand renovieren, beziehungsweise die Lichteffekte nochmal ein bisschen updaten, was dazu kommt. Und dann werden die Wagen auch noch ebenfalls gewartet und werden mit einem silbergrauen und grünblauen Farbton neu gestrichen. Und diese Farbe hatte der Zug tatsächlich auch schon, und zwar bei der Eröffnung 1989. Also man geht tatsächlich noch so ein bisschen in die Vergangenheit, back to the roots quasi der Achterbahn. Und man möchte, ich weiß nicht, was das Ziel davon ist, aber man möchte tatsächlich so ein bisschen Nostalgie wieder reinbringen. Aber mega cool. Die Revolution ist mit 56 Metern der längste Achterbahnzug der Welt. Das muss man einfach mal beachten. Ist auch noch Rekordträger. Bis Ende März müssen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann wird der Freizeitpark nach einer Winterpause wieder geöffnet. Und dann hoffen wir mal, dass wir so ein paar Updates von der Achterbahn sichtbar haben. Also nicht nur, dass man jetzt sagt, okay, man macht ein bisschen sauber und so, ersetzt ein paar Kabel. Weil dazu muss man auch noch sagen, dass 1 Million Euro in der heutigen Zeit, sag ich mal, in der Branche nicht viel Geld ist. Und ich hoffe, dass man diese 1 Million Euro nimmt und gut nutzt, sodass man auch als Fahrgast sieht, dass da was getan wurde. Aber laut der Information, dass man auch Lichteffekte tauschen möchte, der Zug wird, wie gesagt, nochmal neu lackiert, beziehungsweise enthält dann die alte Farbe von damals, von vor 35 Jahren. Also ich denke mal schon, dass wir da Updates sehen werden. Aber wie krass die Updates dann werden, dann sehen wir das natürlich vor Ort im Bobbejaanland. Und hier auch wieder, muss ich sagen, eigentlich besuche ich diesen Park so alle 2 Jahre. Das reicht mir dann auch. Aber jetzt laut dieser Information, die wir erhalten haben, denke ich mir, dass ich dann relativ zeitnah zur Eröffnung der Saison dann auch vorbeischneie und mir das mal anzuschauen. Siehst du, und so funktioniert das, wenn man informiert wird vom Freizeitpark bzw. von Dritten, dass da offiziell tatsächlich was passiert im Park und man jetzt tatsächlich doch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, auch wenn es 1 Million sind. Ist für uns mega viel Geld, aber für eine Branche der Freizeitparks ist es halt, muss man einfach mal sagen, ein bisschen Kleingeld, aber trotzdem denke ich mal, dass man da gut mitarbeiten kann. Und in dem Sinne wird der Andi sich dann auf den Besuch freuen, um seine Lieblingsachterbahn in diesem Freizeitpark nochmal neu zu entdecken. Finde ich eine mega coole Sache. Und was haltet ihr davon? Sagt ihr, mit 1 Million Euro kann man tatsächlich was reißen bei dieser Achterbahn? Oder denkt ihr euch so, das mit 1 Million Euro, ich weiß ja nicht. Kann sein, dass es gut wird, aber kann auch sein, dass es in die Hose geht. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist natürlich, dass man das
in erster Linie in Wartung steckt, sodass die Sicherheit gewährleistet ist für die Gäste. Das ist natürlich Punkt 1. Und Punkt 2, wie gesagt, neue Lichteffekte. Also ich glaube, da kriegst du schon für das Geld ordentlich was reingeprügelt. Ich meine, die Bahn an sich fand ich schon immer mega cool, aber ich denke mir so, mit der heutigen Technik und mit den heutigen Lichteffekten, die man so auf dem Markt bekommt, kannst du schon was Krasseres machen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt haben wir die Information. Wie gesagt, heute kam die Info rein für euch. Ja, ist die Info jetzt einen Tag alt, weil das Video kommt einen Tag später raus. Also wie gesagt, Stand der 1.2. heute. Für euch ist es jetzt der 2.2. Also wie gesagt, wir haben Updates für Bobby Island Revolution. Mega cool. Aber in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du noch mehr Videos sehen möchtest, dann abonnier doch diesen Kanal. Und die Glocke muss natürlich auch aktiviert werden, um nichts mehr zu verpassen. Aber in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lächerwink nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder in einem anderen Video hier auf dem ParkTube-Kanal. In dem Sinne, macht's gut und ciao.